Ja, ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast hier bei mir, Dan Matern. Ja, Dan, ich gebe einfach das Wort gleich an dich. Stell dich bitte mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Genau. Ja, erstmal Eugen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, freut mich heute hier zu sein, mit dir ein bisschen darüber zu quatschen. Also, mein Name ist Daniel, ja, heißt auf allen Social Media Kanälen eigentlich Dan Matern, aber eigentlich heiße ich Daniel. Ja, bin seit 6 Jahren selbstständig im Hauptbereich Network Marketing, mache auch noch so ein paar andere Dinge. Dadurch hat sich halt einiges anderes entwickelt. Ja, unter anderem eigenes Online-Programm, habe mit einem Geschäftspartner noch die ein oder anderen Geschichten so am Laufen. Also unternehmerisch vielfältig unterwegs. Bin Anfang dieses Jahres auch nach Dubai gezogen. Ja, hier kommen natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten auf und bin natürlich auch immer auf der Suche, mich weiterzuentwickeln, mich weiterzubilden, anderen Menschen dabei zu helfen, irgendwo im Leben nach vorne zu kommen. Und habe in den letzten 6 Jahren sehr, sehr vielen Menschen schon dabei helfen dürfen, ein anderes Leben zu haben, selbstständig zu sein und so weiter. Und ich sehe es als meine Aufgabe, ja, so ein bisschen als derjenige voranzugehen, um anderen Menschen dabei zu helfen, etwas anderes einfach zu tun. Habe auch einen YouTube-Kanal, ja, wo ich jetzt auch seit kurzem Videos veröffentliche, weil ich einfach Mehrwerte teilen möchte mit anderen Leuten. Cool. Ja, du hast gesagt, du bist hauptsächlich im Network Marketing tätig. Also ich bin da viel in YouTube oder auch Affiliate Marketing sehr stark tätig. Jetzt haben wir da schon zweimal das Marketing und beides ist ein bisschen ähnlich, ja. Aber doch ein Riesenunterschied, das Network Marketing. Ich bin auch mal in so einem Network gewesen, ja, ein bisschen reingeschnuppert, aber mich jetzt niemals gecatcht. Jetzt würde ich aber gern wissen, warum du ausgerechnet im Network Marketing bist und wie kamst du überhaupt dazu? Ja, also warum bin ich ausgeschlossen im Network Marketing? Weil das mein Start in die Selbstständigkeit gewesen ist. Okay. Ich kannte damals nichts anderes. Also ich bin aus einer normalen Arbeiterfamilie bin ich groß geworden. Ja, also meine Mutter hat mich großgezogen. Mein Vater war auch nicht der große Unternehmer. Und ich habe jetzt nicht unbedingt das vorgelebt bekommen, Unternehmer zu werden, was selbstständig zu machen. Ich kenne halt diesen Weg, 40 Jahre zur Arbeit. Also das, was ja sehr, sehr viele immer in der Persönlichkeitsentwicklung sagen, ja, 40 Jahre arbeiten für 40% als Rente. Das war damals der Weg, den ich nur kannte. Und es war auch der Weg, mit dem ich ja eigentlich glücklich war, weil ich, wie gesagt, nichts anderes kannte. Und dann war es so, damals die Zeit vor 6 Jahren, da waren so die einzigen Menschen, die man irgendwo im Internet gesehen hat, die erfolgreich waren, Chris Steljes und Sai Chiripur und Karl S. Das waren die einzigen, wo man irgendwo ein bisschen was gesehen hat. Und ich habe mich halt gefragt, gut, wie können die so ein Leben führen? Ja, gerade so ein Karl S., klar, mit YouTube und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, irgendwas muss doch da sein. Und da fing ich dann an, mich so mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und aus welchem Grund auch immer kam Rich Dad Poor Dad auf Amazon in meinen Warenkorb. Also es wurde mir angezeigt und ich habe es halt gelesen. Das hat mich halt extrem gecatcht. Ich war nie mehr der große Leser damals, auch in der Schule. Aber Rich Dad Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen, hat mich natürlich gecatcht und in den Bann gezogen. Und da kam das dann so, dass ja, da gesagt wird, du musst selbstständig sein, du musst ein Unternehmer sein, um wirklich nach vorne zu kommen und vor allem jeder kann es schaffen. So, und lustigerweise, einige Monate, ich glaube 1, 2 Jahre davor, wurde ich mal auf Vima damals. Also Vima war ja so das erste Network, wo sehr, sehr viele jüngere Menschen reingegangen sind, diese Energy Drinks. Ich weiß gar nicht, was da hauptsächlich drin war. Aber da wurde ich einmal gepitcht und da habe ich mich halt auch registriert. Hatte halt diese Palette und habe mich sofort wieder abgemeldet, weil ich dachte, das ist eine Sekte. Und das war mir ein bisschen zu kurios. Und ich saß dann, als ich das Buch gelesen habe, eines Abends mit meiner Mutter zusammen beim Essen und habe gesagt, ich frage mich, was passiert wäre, hätte ich damals diese Chance genutzt. So, und dann aus heiterem Himmel, heutzutage ist es halt gang und gäbe, wurde ich auf Facebook angeschrieben von einer wildfremden Person, die mich halt auf Network Marketing gepitcht hat. Ja? Und man muss dazu sagen, vor 6 Jahren war das noch was ganz Besonderes. Also da war das jetzt nicht so wie heute, dass dich 5 Menschen am Tag ansprechen und jeder will dir irgendwas verkaufen. Das war etwas, das hat kaum jemand gemacht. Ja, und auch diese Posts. Melde dich bei mir, wenn du online Geld verdienen willst. Das hat damals auch funktioniert. Ja, heutzutage aber nicht mehr. Ja, und so habe ich dann gesagt: Hey, bist du im Network Marketing? Egal, was du machst, ich bin dabei. Weil ich einfach gesagt habe:
Ja, ich habe damals diese Chance irgendwo nicht genutzt und ich wollte mir ab diesem Tag auch nicht mehr die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Und ich habe halt direkt gesagt, ich bin dabei, ich ziehe durch, war damals bei so einer Shopping-Community, habe das ein paar Monate aufgebaut, habe dadurch auch meinen Job gekündigt. Und ab da fing das dann an, dass ich Network gemacht habe. Auch zwischendrin, 2019, habe ich auch mal mit Network Marketing aufgehört gehabt für 1,5 Jahre. Habe mich halt in anderen Bereichen so ein bisschen ausprobiert, auch E-Commerce, allgemein Telesales. Was habe ich noch gemacht? Ja, Immobilien. Da Oh, habe ich cool. auch, ja, Immobilien habe ich dann auch verkauft. Auch, ja, hat mir irgendwo Spaß gemacht, weil es Vertrieb war, aber es war mir zu trocken und irgendwo zu langweilig, wenn man dieses Network Marketing kannte. So, und dann 2021, sprich letztes Jahr, hat mich irgendwo wieder so ein Ruf, hatte ich so einen Ruf, eine innere Stimme, die mir gesagt hat, du musst wieder mit Network Marketing anfangen. Und das mache ich, wie gesagt, bis heute. Und vor einigen Monaten hatte ich halt auch diesen inneren Ruf, anderen Menschen halt zu zeigen, hey, wie funktioniert Network Marketing heutzutage? Weil viele Menschen, also das, was ich gerade erwähnt habe, wie ich damals ins Network gekommen bin, das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr so, wie es damals funktioniert hat. Und so ist das gekommen und so bin ich halt ins Network gekommen und bis heute, meiner Meinung nach, die geilste Branche der Welt. Du hast es mit Affiliate Marketing verglichen, habe ich auch gemacht. Damit fing ich sogar an mit der Selbstständigkeit, fiel mir gerade ein, mit Nischenseiten. Ja, siehst Ja, du? das war ja damals, ja, das war damals ja das, was Chris Stelles so beigebracht hat. Und damit fing das an, aber es war mir auch so ein bisschen zu, ja, ich bin für mich alleine und ich bin halt so ein gelber Typ. Ja, ich will irgendwo Anerkennung und in den Mittelpunkt. Und Network Marketing war da irgendwo so die perfekte Bühne. Und dadurch habe ich auch, ja, durch Network Marketing habe ich sehr, sehr viele positive Eigenschaften entwickeln können. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch gewesen und dadurch wurde ich extrovertierter. Und ja, das Leben, was ich heutzutage lebe, habe ich halt durch Network Marketing aufgebaut. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bleibe bei dieser Branche, weil mir irgendwo nichts anderes so Spaß macht. Aber darüber hinaus, man sagt ja, Network Marketing sollte ein Sprungbrett sein. Ist es auch irgendwo, weil dadurch natürlich andere Dinge entstanden sind und auch weiterhin natürlich in Zukunft entstehen werden und man da in diesen unternehmerischen Bereich auch reingeht. Ja, und das der perfekte Start ist, um ins Unternehmertum zu kommen. Wobei sich da ja auch die meisten Leute streiten, ob Network Marketing wirklich ein Unternehmertum ist. Meiner Meinung nach ist es das, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber genau das ist das, wie ich ins Network gekommen bin. Okay, cool. Ich finde es so lustig, dass du sagst, ja, Network Marketing ist ein Sprungbrett und Network Marketing ist ein Start ins Unternehmertum. Ich finde Network Marketing, so wie ich es auch kennengelernt habe, ist so eine Ausbildung zum Unternehmertum auch irgendwo, weil du lernst halt, wie du sagtest, ja, rauszugehen, gepusht zu werden, Challenges zu haben, aber auch Vertrieb, was extrem wichtig ist, und Marketing. Gerade für den Vertrieb und Marketing kannst du, plus Kommunikation, extrem wichtig, auch Mindset. Und das ist, was du sagtest, gerade für Gelbe ist es ja, auch für Rote, auch das Ding eigentlich schlechthin, dass du da wirklich Gas geben kannst und auch Support bekommst, und zwar eigentlich kostenlos, den du sonst woanders ganz, ganz teuer durch Coachings einkaufen müsstest. Ja? Deswegen Richtig. sind auch so viele junge Menschen im Network Marketing und gehen dann woanders hin. Also ich kenne ja viele, die da angefangen haben und sind woanders hingegangen. Ist alles vollkommen legitim. Ja? Jetzt doch eine Frage, und da würde ich nur eine Zahl von dir wissen. Weißt du noch deine ersten Verdienste, die du damals gemacht hast mit Network Marketing? Also das erste Mal, es war das erste, es war ja die Provisionierung lief da ein bisschen anders, weil ich meine, es waren 10 Euro, 8 Euro, die ich da als Provision bekommen habe, aber das hat mich, das Gefühl einfach, wo ich, so diejenigen, die hier vielleicht zugucken, die so Dropshipping machen oder auch wie bei mir, so mit Copecard oder Digis zu arbeiten, dieser erste Sound von diesem Klingeln, ja, das war dieses Gefühl, was einfach da ist. Es ist eigentlich egal, das möchte ich, wenn hier jemand zuguckt, der mit Network Marketing starten möchte, möchte ich dir einfach sagen, ich spreche jetzt mal dich direkt an. Es ist wichtig, dass du etwas verdienst. Es ist nicht wichtig, wie viel du am Anfang verdienst. Hauptsache, du verdienst etwas. Auch deine Teampartner, der erste Euro, der ist wichtig. Danach sind alle Grenzen, keine Grenzen da.
und du kannst das verdienen. Aber es waren wirklich Peanuts. Ja, aber für mich unglaublich viel Geld in diesem Moment. Ja, also da dachte ich so, wow, ich habe selber etwas verdient. Geil. Kann ich nur ja. bestätigen, ist es bei mir Affiliate Marketing damals vor 10 Jahren, mein Gott, der ist schon ein bisschen her, 1,82 €. Ich weiß es noch, wie es ob es gestern wäre. Ich habe mich gefühlt wie ein Millionär. Ja? Aber dieser erste Verkauf, dieser erste Verdienst, den vergisst man einfach nicht. Ich habe auch mit Ralf gesprochen, der hat ein bisschen vor mir gleich angefangen, Ralf Schmitz. Der meint auch, der erste Verdienst, den weiß man einfach, den hast du drin und das ist wie eine Goldschallplatte für dich ganz oben auf der Pyramide, die wirst du nicht vergessen. Und das ist halt, wie auch bei dir, ne, ist ein Peanuts. Aber der erste Erfolg ist so wichtig, das ist ein Adrenalin pur, weißt, es funktioniert. Und dann geht es noch herausfinden, wie skaliere ich das Ganze. Und das kann man mit Network Marketing eigentlich ziemlich gut machen, denke ich mal. Ja, das bringt mich zur nächsten Frage. Kann man vom Network Marketing wirklich leben, ja, und wirklich gutes Geld verdienen, oder ist es ja doch nur große Umsatzzahlen, aber die Provisionen sind eigentlich eher gering? Also es kommt ja darauf an, was man macht. Ich habe gerade ja auch ein Unternehmen angesprochen, bei dem ich das allererste Mal war, ja, durch das ich ins Network gekommen bin. Da muss ich wirklich sagen, für das, was man getan hat, hat man sehr wenig verdient. Ja, auch viele Menschen, die da längere Zeit geblieben sind, die haben Umsätze ohne Ende gemacht und haben wirklich nichts dort verdient. Ja, es gibt Unternehmen, die natürlich sehr, sehr gut zahlen. Es gibt Unternehmen, wo man viele Provisionen verdienen kann, auch die legit sind. Ja, also es gibt natürlich auch Unternehmen, die hohe Provisionen versprechen, aber ja, wo man letztendlich ja, das Ganze nicht so lange verdient. Und es ist möglich, aber, und da kommt das ganz, ganz große Aber, und was ich auch immer jedem sage, Network Marketing ist eine der, wenn nicht sogar die leichteste Branche, die es gibt. Weil man muss ja nicht viel machen. Man muss ja einfach nur eine Person mit jemand anderem verbinden, der oder die das für einen erklärt und sogar die Person abschließt. Das heißt, man muss gar nichts machen, außer eine Person davor zu bringen. Das ist das Leichte daran. Das Schwere, und das ist aufzustehen, selbstständig zu sein, mal wirklich zu lernen, das Ego runterzuschrauben und mal wirklich zu sagen, ich erkläre mal gar nichts und ich mache mal wirklich das, was jemand anderes sagt. Und fahre da auch eine gewisse Schlagzahl, konzentriere mich aufs Marketing, konzentriere mich darauf, eine Personal Brand zu werden, weil viele starten im Network Marketing und erwarten, okay, weil ich mich jetzt registriert habe und weil ich es gestartet habe, werde ich automatisch erfolgreich. Es ist eine super harte Branche und gerade die Anfänge, und ich glaube, das ist in jeder anderen Branche genauso, diese Anfänge muss man durchleben und ja, die wenigsten Menschen verdienen in den ersten 1, 2, auch 3 Jahren das ganz, ganz große Geld, auch 5 Jahre, ja, weil die Persönlichkeit noch nicht auf dem Punkt ist. Ja, man kennt es ja, finanzieller Erfolg, persönlicher Erfolg. Und du hast es gerade auch so schön gesagt, im Network, man bekommt halt kostenlos Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, diese ganzen Geschichten. Und das muss ich erstmal aufbauen, um daraus dann dieses große Geld zu verdienen, weil jemand, der noch nie in der Selbstständigkeit war, noch nie Vertrieb gemacht hat, noch nie irgendwas anderes, der wird anfangs auf jeden Fall nicht das große Geld verdienen. Man kann das große Geld verdienen, aber man muss zu der Person werden, die überhaupt dieses Geld verdienen kann und auch mit diesen Zahlen umgeht. Weil ich kann mich ja erinnern, als ich ja das erste Mal eine Präsentation gesehen habe und da standen nur 10.000 Euro pro Monat. Das war für mich in ganz, ganz weiter Ferne, weil ich habe damals 1,6 verdient. Und da dachte ich sogar, boah, wenn ich irgendwann mal 3.000, 4.000 verdienen werde, ja, das ist schon wow. Und dann sprechen die Jungs da so, als ob 100.000 im Monat gar nichts wäre, ja, so. Und das, da dachte ich so, das ist so unbegreiflich für mich. Und alleine dieser Gedanke, dass man von vornherein eigentlich denkt, okay, das ist gar nicht möglich eigentlich für mich, blockt einen davon, diese großen Zahlen zu verdienen. So, aber wenn dann die ersten 10 verdient sind, dann ist das der Standard. Dann konzentriert man sich darauf, 20, 30, 40, 50, 100.000, 200.000 pro Monat zu verdienen, weil es dann auch realistisch wird und irgendwo in dem eigenen Vorstellung, in der Vorstellungskraft auch liegt. Aber solange diese Zahlen da nicht drin liegen, dann wird man diese Zahlen auch nicht verdienen. Aber es ist 100% möglich. Jeden Tag werden neue Menschen da sein oder gibt es neue Menschen, die ein 6-stelliges Einkommen aufbauen.
ein siebenstelliges Einkommen aufbauen. Natürlich, der Großteil im Network Marketing verdient halt wenig und weil halt einfach nicht jeder diese Attitude aufbauen kann. Ja, es gibt immer noch so einen Unterschied zwischen Top-Leader und wirklich Network-Marketer, weil jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele. Die einen wollen 500 Euro pro Monat damit verdienen. Da sage ich auch, sollte auch der Großteil sein, weil es eine geile Möglichkeit ist. Und dann gibt es halt die Menschen, die wirklich darüber hinaus möchten. So, und für die ist es möglich, ich sage mal, so große Zahlen zu verdienen, ist möglich. Wie gesagt, sobald es in der Vorstellungskraft liegt. Und da kann man sich auch, mit jeder Branche kann man das machen. Ja? So, also auch mit Network Marketing und mit allen anderen Geschichten. Und vor allem, wenn man die Sachen richtig macht, ja, und richtig vorgeht. Weil man kann auch viele Fehler machen. Das ist alles richtig, vollkommen klar. Und ich finde es ziemlich cool, wie du es jetzt hier zusammengepackt hast. Ist im Affiliate Marketing ja nicht anders. Ja? 80%, 85% verdienen so gut wie nichts mit Affiliate Marketing. Und wirklich nur ein kleiner Teil, 5% sind das, die halt wirklich gutes, sehr gutes Geld verdienen. Und dann dazwischen ist halt der Rest, sage ich mal. Wird im Network Marketing wahrscheinlich das Gleiche auch sein. Ich sag mal, die 80-20-Regel ja irgendwo. Ne? Von daher. Und ich vergleiche den Start halt immer sehr gerne mit einem Auto. Ein Auto braucht im ersten Gang zum Losfahren den meisten Sprit. Es ist am schwierigsten loszufahren, aber wenn es jetzt mit den Zollen kommt, dann wird die Geschwindigkeit plötzlich schneller ansteigen und der Verbrauch sinken. Ne? Richtig. Wie beim Sehe Flugzeug, beim Flugzeug ja auch. genau, stimmt. Da wird der meiste Sprit ja beim Start verbraucht. Im Flug Richtig. nach oben, mein Gott, dann gleitet man schon fast dahin. Okay. Und Fehler machen und dein Ruf, da hast du, glaube ich, hast du ein Programm da oder einen Kurs? Was hast du da ganz kurz erstellt? Was darf man sich vorstellen? Richtig. Ja, also bei mir war es so, ich habe halt von Anfang an, weil ich halt auch auf Facebook angeschrieben worden bin, war es halt so, dass ich mir die Frage gestellt habe, gut, jeder, der im Network ist, kennt ja irgendwo GoPro, ja, GoPro von Eric Worre, ja, so, das kennt man irgendwo, die 7 Schritte zum Network-Marketing-Profi. Und ich habe von vornherein, obwohl ich immer gesagt bekommen habe, Kontaktliste schreiben, ja, Namensliste schreiben, dann Events machen. Ich habe auch viele Events gemacht, aber diese Namensliste und dieses Anrufen am Telefon, das war für mich von Anfang an nicht mein Ding. Ich habe es jedem irgendwo beigebracht, weil es irgendwo das ist, was Network Marketing immer wieder verkörpert. Hey, schreib dir eine Kontaktliste, deine 100 Leute und die musst du anrufen und dann ja, auf dein Network Marketing Business pitchen. So, aber ich habe von Anfang an mich sehr, sehr stark auf meine Personal Brand fokussiert und gedacht, ich kann über Social Media sehr, sehr viele Kontakte, Kunden aufbauen. Ja, weil, wie schon gesagt, habe ich vorhin einmal erwähnt, diese Posts, die man machen kann, ja, oder damals machen konnte, melde dich bei mir, wenn du online Geld verdienen möchtest. Das hat gezogen. Ja, das hat gezogen und Menschen haben sich bei einem gemeldet. Das funktioniert heute aber nicht mehr. So, und ich habe dann halt, als da war noch Facebook damals eher in als Insta, dann kam so ein bisschen dieser Switch und dann habe ich angefangen auf Snapchat damals meine Stories halt zu machen. Da gab es ja Instagram Stories noch gar nicht. So, und dann habe ich immer gesagt, hey, hier, hasseln, hasseln. Ich war immer dabei, immer und habe immer davon erzählt, wie ich dieses Business aufbaue. Und das sagt Gary Vee ja auch immer so schön: Document, don't create. Ja, dokumentiere deine Reise. Heute habe ich den Fehler gemacht, dass ich super viele Dinge gelöscht habe von meinem Social Media. Hätte ich rückblickend betrachtet eher draufgelassen, weil ich finde immer diese Profile so inspirierend, wenn man runterscrollt und man sieht man, wie die damals noch aussahen und heutzutage richtig erfolgreich sind. Und auf jeden Fall habe ich dann von vornherein immer Attraction Marketing für mich genutzt und gemerkt, gut, ich gehe einen anderen Weg als sehr, sehr viele andere da draußen. So, habe natürlich Kontaktliste und so weiter immer jedem beigebracht, weil ich dachte, gut, wenn das die Norm ist im Network Marketing, dann muss man es ja anderen Leuten beibringen. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich selber lebe und was ich eigentlich nicht so richtig beibringen kann. So, und eines Tages bin ich dann, ich schon oftmals versucht, Online-Coachings, Online-Kurse aufzubauen, Online-Programme. Aber das waren immer so, ja, ich wollte ein Coaching machen oder ein Programm, damit ich ein Programm habe. Ja, also über Mindset, also was eh keiner kaufen würde, weil es gibt davon schon zigtausende. So, und da habe ich mir irgendwann eines Tages kam dann mir die Idee, irgendwas über Krypto zu machen, weil dann haben auch voll viele was gemacht. Und dann so, wo bin ich gut? Und dann kam so dieses Attraction Marketing.
Network Marketing. Einfach zu mir zurück und ich habe mir gedacht, das ist Wissen, welches ich habe, was ich anderen Leuten mitgeben kann. Mhm. Und habe dann halt ein eigenes Online-Programm, eine eigene Brand gegründet, die heißt Modern MLM. Und damit ist mein Ziel einfach, Menschen beizubringen, dass dieser Weg, dieser GoPro-Weg, ja, den immer noch jeder beigebracht bekommt, der Weg ist, der damals mal funktioniert hat. Ja, also, und vor allem, es ist von einem Amerikaner geschrieben. Und Amerikaner haben eine ganz, ganz andere Mentalität als Deutsche. Ja, dass sie, da geht das mit diesem Anrufen und hey, ich bin hier, ich habe ganz wenig Zeit und so weiter. Aber hier, jeder, der es mal gemacht hat, weiß, es funktioniert ab und zu. Aber der Großteil denkt sich, was ist denn bei dir? Was geht denn bei dir ab? Ja, schreib mir doch oder sonstiges. Und durch Attraction Marketing und durch das richtige Content Marketing auf den sozialen Medien kann man viel besser und viel leichter Menschen aufbauen und neue Menschen in sein Business bekommen, die vor allem auch loyaler sind, weil ich gemerkt habe, jeder, den ich damals so eingeladen habe, meiner Freunde und so, keiner ist mehr heute irgendwo dabei. Okay. Und diejenigen, die wirklich dabei sind, kommen durch die sozialen Medien. Und so habe ich halt ein komplettes Online-Programm aufgebaut, ja, mit über 10 Stunden an Videomaterial und Content, wo wirklich drin steht, wie funktioniert Attraction Marketing, wie baut man Content auf, wie generiert man wirklich Leads online für sein Social, für sein Network Marketing Business, wie strukturiert man richtig den Content, wie automatisiert man vor allem Dinge, weil es gibt super viele Möglichkeiten zu automatisieren. Das perfekte Beispiel ist mal ganz kurz eben ein Webinar. Ja, ich führe zwar immer noch Live-Webinare, macht mir Spaß, aber anstatt jeden Tag ein Live-Webinar zu machen, ja, ein automatisiertes Webinar zu machen, ja, oder auf Instagram kann man durch verschiedene Tools auf, man kennt es ja, reagiere mit einer Flamme und ich schicke dir den Link zu. Ja, diejenigen, die im Network sind, haben das sicherlich schon mal benutzt. Man kann das automatisieren. Man muss selbst diese Nachricht nicht schreiben, sondern man kann einfach ein Bot machen lassen. Und das Ganze kann man gezielt alles einsetzen. Ja, und darin erkläre ich halt wirklich, wie funktioniert der moderne Weg im Network Marketing und wie kann man da wirklich die Ergebnisse erzielen, die man haben möchte und nicht oder um nicht 24/7 die ganze Zeit nur zu hasseln und Menschen und dieses Gefühl zu haben, keinen Erfolg zu erzielen, weil das kommt sehr oft vor mit Kontaktliste und Freunde, dieses Abblocken der Freunde sorgt einfach dafür, dass man schlechte Laune bekommt und dann oftmals aufgibt. Und mein Ziel ist, demjenigen, der dabei ist, beizubringen, dass es einen anderen Weg geht, der besser ist, der einem mehr Spaß macht und wodurch man dadurch auch bessere Ziele erreichen kann, ja, und seine Ziele im Network Marketing wirklich umsetzen kann. Und das Ganze ist auch wirklich komplett unabhängig von irgendeiner Firma, unabhängig von irgendeiner Branche. Ja, ich erwähne da alle möglichen Branchen, gibt da sogar Tipps, wie man im Ernährungsbereich, Fitnessbereich, dies, das, alles Mögliche aufbauen kann, um wirklich für sich selbst da die Ergebnisse zu erzielen. Und so kam dann der Ruf, dass ich mich sehr stark auch darauf fokussiere, und weil ich weiß, dadurch kann ich super vielen Menschen da draußen helfen, die so auf der Stelle treten und die nicht so richtig wissen, das kann ich tun, um mein Business wirklich nach vorne zu bringen. Und nicht nur für Anfänger, sondern auch für Führungskräfte, Leader, die wissen wollen, wie kann ich mein Team weiter skalieren, wie kann ich mein Team größer aufbauen. Ja. Und diese ganzen Strategien, die da halt drin erklärt werden, haben uns, meinen Partnern und mir geholfen, in den letzten 6 Jahren insgesamt roundabout summa summarum über 10.000 Partner und Kunden aufzubauen in unterschiedlichsten Firmen und unterschiedlichsten Branchen. Und das kann man halt da drin erwarten. Genau, und so kam das halt dann dazu. Ja. Aber wenn ich mir so ein bisschen weiter überlege, also den Link findet natürlich in der Videobeschreibung, ganz klar, packe ich da rein. Da kann jeder da reinschauen. Ich habe ihn angeschaut, ich habe auch schon mal ein voriges Video mal gemacht. Ich fand ihn ziemlich cool, ja, mal ein anderer Weg. Ich bin auch nicht so der Social-Media-Typ mehr, ich habe einen anderen Weg. Aber das fand ich schon ziemlich nice, ja, weil dieses, wie ich mal sage, hey Leute, Affiliate Marketing und Social Media funktioniert nicht, indem du alle Leute anschreibst und zuspammst oder Facebook voll spammst. Das funktioniert nicht. Hallo, wir sind in 2022 aktuell. Es hat vor 10 Jahren vielleicht noch funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube, du kannst dieses Attraction Marketing deinen Weg, aber auch für eigentlich alles andere auch verwenden. Normales Unternehmen, Affiliate-Marketing, Dropship, ja gut, Dropship ist schwierig, aber auch da würde es wahrscheinlich auch funktionieren, ne?
Du kannst ja, selbst bei Dropshipping, du kannst ja dein Instagram-Profil, ja, wenn man ein Produkt nimmt, ja, könnte man ein Instagram-Profil darauf aufbauen und darüber Attraction erzeugen, was dann zu dem Shop weiterleitet. Aber auch Immobilienmakler, alle möglichen anderen Branchen, ja, ich habe damals Automobilkaufmann gelernt, ja, da wüsste ich zum Beispiel jetzt mit diesem Wissen, welches ich da drin reingepackt habe und welches ich habe, könnten so viel mehr Autos verkauft werden, ja, oder auch Handwerksbetriebe, ja, wenn man richtiges Attraction Marketing anwendet, dann baut man wirklich eine sehr, sehr große Community auf und auch wirklich andere Kunden, weil der Unterschied ist, die Menschen, die sich bei einem melden, haben bereits gekauft. Und wenn man richtig danach weitermacht, dann steht dem Verkauf oder dem Sale danach oder der Provision nichts im Wege, wenn man natürlich dann die richtigen Dinge tut und die Leute auch richtig abschließt. Ja, aber das kann man in allen Bereichen anwenden, auf jeden Fall. Ja, mega, mega. Also vor allem, also nicht nur für Network Marketer interessant, sondern auch für Leute, die in anderen Bereichen tätig sind. Also gerade Affiliate Marketing, Dropshipping, Unternehmen, ist ja vollkommen egal, Coaching, etc. Jetzt, wenn ich bin Anfänger, sag ich mal, ja, gehe mal davon aus, ich bin Anfänger in Network Marketing, ich würde im Network Marketing starten. Ja. Was würdest du mir raten und worauf muss ich achten, dass ich bestimmte Fehler nicht mache, die du vielleicht mal gemacht hast? Also der erste Ratschlag, den ich geben möchte, was jetzt nicht unbedingt ja, so eine praktische Umsetzung ist, aber das ist mit Abstand das Wichtigste von allen, ist eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass man das machen möchte. Ja, und nicht, ich mache ein Hobby und ja, ich probiere es mal aus. Ja, also dann bleibt es beim Ausprobieren. Ja, Ja. sondern bleibt so, ja, dann machst du es und dann nimmt man es nicht ernst. Das heißt, am Anfang wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung bedeutet auch, eine Identität anzunehmen, eine neue Identität, eine Person zu werden, die erfolgreich wird in diesem Bereich und wo man natürlich auch andere Dinge machen kann. Also kleines Beispiel, kleiner Vergleich, wenn man ins Fitnessstudio gehen möchte und eine sportliche Person werden möchte, dann muss man diese Identität aufnehmen. So, und das gehört halt dazu, dass am Anfang die Wiederholung, Schmerzen, dass der Muskelkater da ist, das gehört dann dazu für eine Person, die sportlich wird. Und hier ist es genauso. Absagen, Rückschläge, am Anfang keine Erfolge zu erzielen, kein Geld zu verdienen, das gehört einfach dazu und diesen Weg muss man einschlagen. Und deswegen ist diese Entscheidung so unglaublich wichtig und wichtiger als irgendwelche Techniken und irgendwelche ganzen anderen Sachen, dieses Mindset zu haben. Wir haben ja vorhin auch davon gesprochen, dieses erste Geld, was man verdient, ist nicht hoch. Und wenn man sagt, ich probiere es mal aus, dann denkt man sich, gut, ich habe jetzt für diese 1,82 € da beispielsweise oder 8 €, ja, habe ich so viel Zeit investiert, ja, und ich gehe arbeiten und ich verdiene dafür 2.000 € für weniger Stress und alles und dann denkt man sich so, nee, das lasse ich mal lieber. Aber das gehört dazu und deswegen ist diese Entscheidung, das wirklich machen zu wollen, mit Abstand die wichtigste. So, dann, um da wirklich ein bisschen in diese praktischen Dinge reinzugehen, was kann man tun, wenn man startet? Mein persönlicher Tipp natürlich, ja, gar nicht sich von Anfang an auf Kontaktliste und diese ganzen Geschichten fokussieren. Kann man machen, aber nicht 100%, dass man sagt, okay, das ist jetzt der einzige Weg, sondern sich darauf fokussieren, eine Personal Brand aufzubauen, Content zu erzeugen, Menschen auf die Reise mitzunehmen. Ja, und da auch noch wirklich das Ganze als Reise anzuerkennen und das wirklich zu teilen. Wirklich zu teilen, ey, ich habe jetzt gerade meinen ersten Partner, ich habe gerade meinen ersten Kunden, ja. Das sind später die Stories, die deine Teampartner inspirieren werden, wenn du tausende Partner im Team haben wirst, wenn du denen erzählst, da habe ich meinen ersten Partner. Oder diejenigen, die jetzt gerade zuschauen und jetzt gehört haben, was unsere ersten Provisionen vorhin waren, ja. Die dachten sich wahrscheinlich, wow, ich stehe gerade jetzt auch da. Oh, das inspiriert mich jetzt dazu, ja. Und diese Reise zu dokumentieren, das ist unglaublich wichtig. Und sich halt auf Attraction Marketing fokussieren und sehr, 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 sehr viel über, also persönlich weiterentwickeln. Ja, das ist so, weil ich zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Kanal gebe ich halt auch Content extra für Leute im Network, im Unternehmertum, über Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und diese ganzen Sachen. Ja, ich denke mal, der Link wird auch in der Videobeschreibung zu sehen sein. Das heißt, wenn du da bist, dann sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, Bücher lesen, Podcasts hören, so viel es geht. Weil es ist einfach so, dass viele sich darauf fokussieren, okay, wie schaffe ich es finanziell erfolgreich zu werden oder welche Wege muss ich gehen?
Aber durch die persönliche Entwicklung ist es komischerweise immer so, und das bringe ich jedem auch immer so bei, ja, wenn die sagen, ah, wie kann ich meine Teampartner, wie schaffe ich es, dass die anfangen, bring denen Persönlichkeitsentwicklung bei. Bilde die einfach weiter, weil eines Tages kommt der Tag, wo der Klickmoment kommt und die Leute sagen, ich bin zu mehr bestimmt. Ja. Ich will nicht angestellt sein, weil so viele Menschen erzählen mir hier, ich kann mehr, ich kann größere Ziele, und eines Tages kommt der Tag, wo dann gesagt wird, gut, das ist nicht der Weg, den ich mein Leben lang gehen möchte, und dann fängt es an und dann hat man Network Marketing vor sich oder irgendein anderes Business, ja, wo man sagt, jetzt gebe ich die Energie da rein. Ja. Aber am Anfang diese persönliche Entwicklung, das ist super wichtig. Ja, also eine Entscheidung zu treffen, Attraction Marketing, sich 100, also vollkommen drauf fokussieren, auf Social Media, auf da wirklich auch weiterzukommen, auch sich darin weiterzubilden, weil das verändert sich immer mehr und immer weiter, Connections aufzubauen, sich mit Menschen auch zu connecten, die erfolgreich sind, die wirklich da sind und wirklich etwas beibringen, weil erstaunlicherweise, und das habe ich immer wieder mitbekommen, sind die Menschen, die wirklich etwas erreicht haben oder erfolgreich sind, gerne dazu bereit, etwas weiterzugeben, gerne dazu bereit, Wissen zu teilen. Aber wenn man nicht fragt, dann entsteht das nicht. Deswegen da auch sehr, sehr viel mit Leuten connecten und sein Umfeld, das ist auch ein Tipp, radikal auszusortieren und sich mit Menschen zu umgeben, die erfolgsorientiert sind. Man sagt ja, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Ja, es ist jetzt rückblickend betrachtet, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gehandelt, ja, als ich damals gemacht habe. So, ich habe halt gesagt, ah, nee, wenn du mich nicht unterstützt, bist kein Freund und so weiter. Also komplett über die Stränge geschlagen. Heutzutage hätte ich es ein bisschen anders vielleicht gemacht und gesagt, ey, du, wir passen jetzt gerade so nicht zusammen, wir sind cool, ja, aber nur privat. Business-technisch ist es halt nichts. Aber zu dem Zeitpunkt, weil ich halt damals dieses GoPro und diese ganze, war es halt 24/7 und nur noch Network-Marketing. Ja, Netflix, Fernseher, ja, weg, ja, wegschmeißen, zerdonnern. Würde ich heutzutage alles ein bisschen anders machen. Und was auch noch ein Tipp ist, hab Geduld. Ja, hab Geduld wirklich, weil es passiert. Eines Tages wird es passieren und selbst wenn es 5 Jahre dauert, du wirst nach 5 Jahren mehr verdienen, als du in deinem Job nach 40 Jahren verdienen würdest. Ja, und das sind so Dinge, die man auf jeden Fall tun sollte. Und wenn man jetzt wirklich nach Strategien und so sucht, kann ich natürlich nur darauf verweisen, es würde hier den Rahmen sprengen. Aber sicher die Modern MLM, da steckt all das Wissen drin von mir. Ja, 10 Stunden jetzt hier reinzubringen, wäre ein bisschen schwierig. Ja, aber da erkläre ich, wie startet man und wie geht man wirklich richtig vor. Ja, ja, ja. Cool, das waren sehr, sehr wichtige Tipps, weil die sind global, galaktisch gültig. Ja, das heißt, egal welches Business du startest, ob du einen Friseurladen startest, ja, Network Marketing, Affiliate Marketing, Dropshipping, Webdesign Business, Social Media Agentur, Trading, whatever, es dauert einfach. Du musst Geduld haben und durchbeißt und, was du ganz, ganz wichtig gesagt hast, die Persönlichkeit entwickeln. Ja, aber wenn das Glas voll ist, kann da nichts mehr rein. Es ist immer so ein gutes Beispiel, was auf so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gezeigt wird. Glas voll, versuchen wir mal reinzuschütten, es läuft über. Geht da nichts rein. Also muss man sich wieder aufmachen, müssen größer werden, wenn man mehr reinkommen kann. Ja? Ich meine, klar, auf dem Konto gibt es in der Regel kein Limit. Ja? Da gleich ruft kein Bankberater an, hey, du hast viel Geld drauf. Okay, früher doch, Strafzinsen, aber jetzt halt nicht mehr. Eine Persönlichkeit zu entwickeln ist extrem, extrem wichtig. Da ist kein Unterstreichen. Auch Warren Buffett sagt, die beste Investition ist in dich selber. Ja, und der Samen braucht halt länger. Aber tue ich auch sehr gerne mit einem Bambus vergleichen. Ein Bambus wächst die ersten 4 Jahre so gut wie gar nicht. Das ist, boah, passiert da was? Der schlingt tot. Ja. Und dann plötzlich, boom, du siehst den stündlich, minütlich was wachsen. Nächster schlingt auf, wow, was ist hier passiert? Und das ist halt, ne, es geht immer nach oben. Das Wurzelwerk einfach, das Fundament. Auch genau. Beim Hausbau. Ja. Ja, also wenn ich mir den Burj Khalifa angucke, wir haben Mais oder, was haben wir gesehen, letztens vom Burj Al Arab, habe ich letztens, also das Hotel sollte ja jeder kennen in Dubai. So, da wurde es auch gesagt, das Ganze hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert. 2 Jahre davon waren nur die Platte, wo dieses Hotel draufsteht. Ja, nur das Fundament, genauso wie bei jedem anderen großen Gebäude, das Fundament, was man nie sieht, daran wird am meisten gearbeitet. Ja. Immer. Immer, genau. Ja. Ziemlich cool.
Okay, Dennis, muss ich dir aber schon mal einen Golden Nugget hier entlocken, ja? Wie finde ich überhaupt ein gutes MLM-Unternehmen, das wirklich gut ist, kein Scam ist und, pass auf, jetzt kommt die Herausforderung, zu mir passt? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Jetzt hast du mir was vorweggenommen, und zwar das Letzte, weil das ist etwas, weil die erste Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte. Ja, was hat man selber überhaupt für Interessen? Ja, was möchte man überhaupt machen? Weil Network Marketing ist etwas, man muss sich wohlfühlen. Das ist ja irgendwo ein Lifestyle-Business. Ja, also es ist ein Business, was ins Leben integriert werden soll. Das ist nicht so, ich fahre da jetzt hin und danach komme ich nach Hause und bin wieder ein anderer Mensch. Sondern es ist etwas, was man verkörpern möchte. Wenn man jetzt ein Fitness-Networker ist, dann passt es einfach nicht, wenn man jeden Tag gerne Burger snackt, ja, oder einen Döner jeden Tag isst. Dann passt das einfach nicht. Ja, so, und dann wird man in diesem Business auch nicht glücklich werden. Egal, wie viel man da verdient. Ja, egal, was das ist. Den Tipp, den ich auf jeden Fall jedem geben kann, ist, wie findet man ein gutes Unternehmen, sich vollkommen davon zu lösen, wo verdiene ich am meisten? Weil das sehe ich sehr, sehr oft im Trading-Bereich. Ich habe selber auch schon Trading-Networks gemacht, deswegen spreche ich da auch aus Erfahrung, weil ich es oftmals gesehen habe. Man rennt halt immer dahin, wo es die meisten Prozente gibt. Ja, und das ist ja auch nichts Verwerfliches, weil genau deswegen ist man in diesem Business gestartet, aufgrund von Prozenten, aufgrund von Zahlen. So, da würde ich schon vollkommen von absehen und sagen, das ist etwas, darauf sollte man gar keinen Fokus setzen, weil wenn man nur den Zahlen hinterher rennt, ist das leicht zu setzen, wie ich renne dem Geld hinterher. Ja, und man ist nicht erfüllt dadurch, egal wie viel Geld man verdient. Dann wird man anfangen, andere Dinge zu tun, nebenbei und immer wieder irgendwo hin switchen, aber nicht 100% einen Fokus darauf zu legen. Man sagt ja immer so schön, wenn du das tust oder wenn du das liebst, was du tust, fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Und das Geld wird folgen. Und so ist es auch. Es gibt Menschen, die mit Staubsaugern heute Millionen machen. Es gibt Menschen, die verdienen mit Cremes, mit Lippenbalsam Millionen. Ja, es gibt Menschen, die verdienen mit Kryptomillionen, mit Trading, mit Energy Boostern oder mit anderen Sachen. Man kann in jedem Business extrem erfolgreich werden. Das, was man macht, wie findet man die richtige Firma, ist sich selbst erstmal die Frage zu stellen, was interessiert mich? Ja, was möchte ich tun? Worin würde ich aufgehen? Ja, weil das ist ja das Schöne an dieser Branche, dass man sich die Menschen aussuchen kann, mit denen man zusammenarbeiten will. Und wenn das etwas ist, was einen gar nicht interessiert, wie zum Beispiel, ich gehe gerne Döner essen, ich ernähre mich gerne ungesund, ich gehe gerne saufen, ja, diese ganzen Sachen. Und dann ist man in einem Fitness-Network. Alle Menschen, die in diesem Fitness-Network sind, sind auch so drauf. Und wenn man dann da ankommt und erwartet, mit denen mal was trinken zu gehen, das werden die nicht machen. Das heißt, die Connection von den Menschen wird auch gar nicht richtig passen. Ja, und Oh, Dan, bist du noch da? macht das, man kann ja Hashtags suchen, man findet Seiten. Da wirklich mal sich anzugucken, wer macht das alles und sich direkt mit einem der erfolgreichsten Personen da drin zu connecten. Ja, wirklich zu gucken, wer ist da drin richtig erfolgreich, wer kann was vorweisen, wer kann ein Mentor für mich sein und sich mit denen connecten. Auch wenn er dich am Ende mit einem Teampartner connectet, bekommst du trotzdem die Informationen und diesen ersten Kontakt mit dieser Person. Und wie auch schon gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, hab keine Angst davor, irgendwie große Menschen in dieser Branche anzusprechen. Die werden dir antworten. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber die werden dir antworten. Keiner sitzt da und sagt, ich antworte dieser Person noch jetzt gerade gar nicht. Sondern jeder ist mal irgendwo so gestartet. Ich bin auch mal irgendwo so gestartet und ich kenne das. Und das ist viel inspirierender, wenn so eine kleine Person, die man anspricht, weil es einfach etwas ist, so, man sagt ja, der hat Eier. Ja, so, die hat Eier, das zu machen, aber die ist wirklich motiviert. Und da würde ich dir sagen, guck, wer macht was? Wer hat eine große Community? Ja, was für Menschen sind in der Community? Guck dir auf Social Media an. Ja, das machen zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel-Networks sehr, sehr gut. Die haben immer sehr, sehr viel Community. Man sieht, was ist für ein Vibe in dieser Firma. Ja, und hör da immer auf dein Herz, hör immer da drauf. Wo würdest du dich gut fühlen? Passen die Menschen zusammen? Sind das Menschen, mit denen du arbeiten möchtest? Ja, und wenn das wirklich so ist, dann kannst du mit denen durchstarten. Niemals, was ist der beste Vergütungsplan und so, wo verdiene ich am meisten?
guck auf die Menschen, die da drin sind. Und wie gesagt, erstmal guck, woran du überhaupt Interesse hast, welche Nische, guck, was für Networks gibt es da. Und es gibt unzählige. Du kannst zum Beispiel, ich glaube, bei Business for Home sind die meisten gelistet, aus verschiedensten Branchen oder Instagram findet man es sehr, sehr schnell oder auch Google. Ja, wenn man sagt Fitness Network Marketing Unternehmen, findet man die. Und dann auf Social Media zu gucken, was sind da für Menschen unterwegs und passen die so in meinen Vibe? Und dann eine Person anzusprechen und dann zu gucken und dann vor allem auszuprobieren. Ja, ist so ein bisschen komisch, weil ich vorhin gesagt habe, nicht ausprobieren, sondern eine Entscheidung zu treffen, sondern dieses Unternehmen auszuprobieren, zu gucken. Ja, ist das wirklich das? Oder ist der Vibe dann doch nicht so richtig, was ich mir vorgestellt habe und gehe ich dahin? Nicht so viel rumswitchen und so weiter, aber wirklich zu gucken, einfach zu machen. Und danach wird sich alles weitere ergeben. So, und das ist so, wie man das beste Unternehmen findet. Und bezüglich Scam, ja, da natürlich zu gucken, ein paar Sachen zu beobachten. Ja, wenn so ein Unternehmen mehr als 3 Jahre, 5 Jahre existiert oder auch einige Jahre existiert, dann kann man schon davon ausgehen, dass es keiner ist. Ja, weil wenn alle zu sehen sind, wenn das einfach, ja, aus der heutigen Sicht hat man so einen Riecher dafür. Man sieht es irgendwo, weil du ja auch, du bist ja auch schon seit Jahren in diesem Bereich. Man guckt sich etwas an und man erkennt es sofort, ob es einer ist oder halt nicht. Ja, gerade als neuer Mensch auf YouTube, du auf deinem Kanal informierst auch sehr, sehr viel direkt über gewisse Sachen, da sich zu informieren. Ja, es gibt andere Informationsquellen und da wirklich vorsichtig zu sein. Und da sage ich wieder, sich nicht von diesem Geld leiten zu lassen, weil gerade in diesen Unternehmen, wenn man hört, du machst 120% pro Monat und du hast 110% Provision, ja, klingt natürlich geil, aber der Menschenverstand sollte einem da schon sagen, da kann was nicht stimmen, ja, und da wirklich immer seinen Kopf auch noch einschalten, das ist das Wichtigste. Ich glaube auch ganz, ganz wichtig, muss ich unterstreichen, nicht zu sagen, da kriege ich das meiste Geld, da gehe ich dahin, ja, weil diesen Fehler, sag ich mal, von einem gut bezahlten sechsstelligen Job, den ich damals hatte, dachte ich mir, jetzt ist einfach eine Zeit, was Eigenes zu machen, ja, eigenes Ding durchzustarten, will ich schon immer machen. Da habe ich gedacht, ich kann das doch ganz gut, weil ich letztes Mal das kurz gemacht habe in dem Unternehmen. Und da kriegt man richtig viel Schotter. Ja, pass auf, es war Headhunting, ich war vorhin IT. Das ist ein Riesenunterschied von der Welt und alles, ne? Von Aufgaben, tägliche Doing, alles Mögliche. Was glaubst du, war ich erfolgreich oder nicht? Nein, das war verdammt stinklangweiliges Headhunting. Jeden Tag das Gleiche. Ja, boah, krass. Einfach mal so richtig, richtig schön auf die Schnauze gefallen. Ja? Aber hey, gehört dazu. Gehört einfach dazu. Das sind ja die Stories und das sind ja die Momente, die wirklich am Ende, weil das wirst du sicherlich auch bestätigen können. Ich sag mal, die Momente, wo man Erfolge hatte, die sind geil, ja, aber die Momente, wo man Misserfolg hatte, wo man Rückschläge gemacht hat, die waren in diesem Moment natürlich nicht cool. Ja, aber jetzt rückblickend betrachtet, sind das die Momente, wo man weitergemacht hat, was wirklich geil gewesen ist. Wo man wirklich sagt, die haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und nicht diese Erfolge, die man die ganze Zeit hat. Und das ist auch ein Tipp, den ich an jeden habe, mach so viele Fehler, wie es nur geht. Ja, und wenn ein Fehler da ist, dann begrüße ihn und sag, geil, ich kann etwas Neues jetzt aus dieser Situation lernen, weil man kann immer etwas lernen und niemals sagen, ist schief gelaufen. Ich war selber in der Zeit zweimal pleite, war in der Zeit mega scheiße, aber rückblickend sind das die Momente, die einen dann besser machen und damit man später bessere Entscheidungen auch treffen kann, um dann immer erfolgreicher zu werden. Ich glaube, in Amerika alleine gilt man erst als erfolgreicher Unternehmer, wenn man drei Unternehmen gegen die Wand gefahren Ja, hat. drei Ja, Stück, also, ja, richtig. Mindestens zwei. das ist ja eine ganz, ganz andere Mentalität als Deutsche, die halt immer diese Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Unternehmertum bedeutet nicht unbedingt Sicherheit die ganze Zeit. Und damit muss man bereit sein. Da komme ich wieder zu dem, eine Entscheidung zu treffen und diese Dinge halt bereit sein zu tun. Ja, es wird mich an dieser Stelle auf jeden Fall eines sehr, sehr interessieren, weil das hatte ich schon mal kurz angesprochen. Wie motivierst du dich überhaupt?
jeden Tag aufs Neue, gerade in solchen schwierigen Zeiten, nicht aufzugeben. Gerade wenn du es überhaupt nicht läufst, du bist eigentlich, ja, überlegst du vielleicht, wie der nächste Monat meine Miete, es funktioniert einfach nicht, nur Kosten, 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 keine Eingänge, shit, 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 funktioniert einfach nicht. Wie motivierst du dich dann überhaupt? Also es gibt ja immer so eine Motivation, kommt ja von Motiv. Ich habe hier zum Beispiel, jetzt ist mein Laptop gerade fertig, sonst würde ich es zeigen, da hängt halt ein Vision Board, da gucke ich dann immer so drauf, ja. Aber das ist halt eine externe Motivation, die dadurch entsteht. Aber es ist trotzdem ein Impuls, der einfach da ist. So, wie ich mich motiviere, ist, obwohl ich in diesen Zeiten, die halt schlecht waren und so weiter, ja, habe ich trotzdem gesagt, ich mache weiter. Weil ich, das habe ich vorhin angeschnitten, dass ich mit meiner Mutter zusammensaß und mich gefragt habe, was wäre gewesen, wenn? Und ich will mir niemals die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn? Und solange man immer sein Bestes tut und immer weitermacht, egal was gerade abgeht, egal irgendwas da ist, für irgendwas ist diese Situation gut und dieses Mindset muss man haben. Ja, also irgendwas will das Universum einem gerade sagen, ja, man wird getestet und man muss einfach der Frage auf den Grund gehen. Was? Weil wenn man sich mit, da kommt wieder diese Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Wenn man sich damit befasst, weiß man, dass das Universum immer für einen läuft und niemals gegen einen. So, das heißt, selbst wenn irgendwelche Momente, Tage, auch ich habe heutzutage Tage, wo ich absolut gar keinen Bock habe, irgendwas zu machen, aber irgendwas ist da, was einem gesagt werden soll. Zum Beispiel, wenn man keinen Bock hat, irgendwie prokrastiniert. Vielleicht heißt das einfach nur, ey, chill einfach mal einen Tag. Ja, du brauchst das. Dein Körper braucht das jetzt mal ganz kurz. Setz dich einfach mal dahin und guck dir einen Film an und ess irgendwas, ja. Und sich damit nicht verrückt zu machen und sich zu sagen, ah, das machen keine erfolgreichen Personen und ah, jetzt läuft alles falsch und ich komme von meinem Weg ab. Nein, du bist auf deinem Weg und dieser Weg ist richtig. So, und so motiviere ich mich eigentlich. Und wenn ich jetzt mal so sage, ich habe keine Lust und ich merke halt, da ist Prokrastination da, weiß ich, Disziplin ist halt das Ding, was noch dazu kommt. Ja, es gibt ja Motivation. Man sollte sehr, sehr stark nach Disziplin streben. Dann kommen wir wieder zu diesem Punkt, diese Identität annehmen und diese Dinge auch bereit sein zu tun. Weil egal, ob es Network Marketing ist, Affiliate Marketing, Dropshipping, Trading, was auch immer, die ersten Momente sind nicht cool, ja, egal was, auch im Fitnessstudio. Aber wenn du es immer weiter machst, früher oder später wirst du erfolgreich sein. So, wie ich vergleiche immer Business sehr, sehr gerne mit Fitness, weil das ist so ein perfekter Vergleich. Wenn du komplett übergewichtig bist, keine Muskulatur aufgebaut hast, nichts, oder du bist so dünn und du gehst ins Fitnessstudio, wirst du keine Erfolge anfangs haben. Du wirst nicht viel stemmen können, du wirst Schmerzen haben, du wirst außer Puste sein und du wirst die ganze Zeit nichts sehen. Und es gibt da auch Tage, wo du sagst, wofür mache ich das eigentlich? Ja, ich sehe gar nichts. Aber wenn man mal weitermacht und weitermacht und weitermacht und weitermacht und weitermacht, kommt eines Tages der Tag, wo man in den Spiegel schaut und sich denkt, wow, ich habe einiges geschafft. Und das ist im Business genauso. Und das habe ich immer im Hinterkopf. Egal, was gerade passiert, es gehört irgendwo dazu. Es ist der Stein, der mir gerade in den Weg gelegt wird, aus dem ich am Ende etwas erbaue. So, und ich begrüße, und das habe ich ja gerade auch gesagt, man sollte diese Dinge begrüßen, die einem widerfahren, und daraus immer die Motivation ziehen, dass es für irgendwas gut ist. Und gerade wenn man im Network ist oder gestartet ist und man hat diese Situation, dass es einem schlecht geht oder dass Situationen eintreten, die nicht so gut sind, die wirklich zu nehmen und zu wissen, das ist eine Story, ja, die ich jetzt gerade erbaue, die ich später anderen Leuten erzählen kann und sie dadurch inspiriere. Ja, weil alles, was man heutzutage erlebt, der Struggle, den man heute erlebt, ist später die Inspiration für andere. Und wenn man mal wirklich ehrlich ist und so ein bisschen weiterdenkt, ist das, was wir uns als Probleme machen im Business, das sind Luxusprobleme. Ja, so flieg mal in irgendein anderes Land und guck mal, was da abgeht. Oh ja. So, da könnte man auch die Motivation rausziehen. Ja, aber oder man guckt sich ein Motivationsvideo an, das funktioniert am Anfang sehr, 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 sehr gut. Ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke, am Anfang konnte ich mir ein Motivationsvideo reinziehen, wenn ich keinen Bock hatte und ich war motiviert. Heutzutage ist es halt so gut. Es sind so Sprüche, die sind so Standard mittlerweile. Das motiviert nicht, sondern da muss man wirklich diese Motivation aus anderen Bereichen kommen. Ja, aber früher Vision Board, Motivationsvideos und wie gesagt,
einfach dieses Mindset zu haben. Geil. Bin komisch, aber geil, dass mir gerade diese Scheiße hier passiert. Das ist etwas, daraus mache ich jetzt was richtig Gutes. Ja, nice. Also bei mir ist genau das Gleiche. Meine Ziele hier sind hier vorne. Mein Vision Board ist da vorne. Also wirklich auch direkt vor mir. Aber wie du sagst, das sind externe Sachen. Die wichtige und richtige Motivation, die ich finde, kommt von Inneren. Weil die treibt dich an. Da brauchst du kein Vision Board, nichts. Klar, es hilft zum Visualisieren und mal daran erinnern. Aber die innere Motivation, die treibt dich an, weil du ganz genau weißt, hey, wenn ich mal zurückblicke, und zwar gleich ich sehr gerne mit Wandern, weil du gehst einen schönen Berg hoch und denkst, boah, bist du da hoch, das ist noch ewig. Dann schaust du mal kurz zurück und sagst, wow, da habe ich aber ganz schön viel Strecke zurückgelegt. Ne? Dann ist nach oben und gleich mal so weit. Von daher, ich glaube, das ist ganz, ganz gut, wenn man das auch so für sich einen Vergleich schafft, sei es Fitness, sei es Wandern, sei es was anderes, ja, was man schon alles geschafft hat. Oder einfach niederschreibt, wo war ich von einem Jahr, Bilder, whatever. Ja, hilft ja auch ganz, ganz stark zu visualisieren, hey, boah, es hat sich doch viel verändert, mehr als ich jetzt gerade denke. Ja, genau. Da gibt es ja auch so ein Prinzip, also das, was du gerade erwähnt hast, mal aufzuschreiben, auch die Dinge, die man mal erlebt hat, die man durchgemacht hat. Ich glaube, in Amerika, das heißt Cookie-Jar-Prinzip, irgendwie sowas, ja, wo man halt einfach Momente, die man geschafft hat, ja, wirklich mal aufschreibt und in so ein Keksglas packt. Und wenn man mal unmotiviert ist, rauszunehmen und einfach mal sagen, krass, das habe ich geschafft, ja, let's go, dann schaffe ich das jetzt auch. Genau, genau, cool. Dennis, waren schon echt einige Nuggets drin, aber einen würde ich noch entloggen, weil einen ist noch wichtig, wenn Leute jetzt Unternehmen starten wollen würden, dein Tipp Nummer uno, der wichtigste Tipp überhaupt, den du auf den Weg geben würdest, was würdest du denen mitgeben? Ja, das kann ich nur noch mal sagen, weil ich glaube, diejenigen, die es bis jetzt gesehen haben, haben das vorhin schon gemerkt, ja, dass das so meiner Meinung nach das mit Abstand das Wichtigste ist, die bewusste Entscheidung zu treffen. Die bewusste Entscheidung, jetzt unternehmerisch zu starten. Und das wirklich zu machen und alles, was sich danach ergibt, das kommt. Und überall dazu bereit zu sein, diese Dinge zu machen, die Dinge zu lernen, die extra Meile zu gehen, gewisse Dinge anders zu machen als davor, lernbereit zu sein von anderen. Aber es basiert alles auf dieser einen einzigen Entscheidung, diesem einen Moment, wo man sich sagt, wo man etwas oder wo man Ja sagt zu etwas Neuem, was eventuell jetzt gerade noch nicht so richtig greifbar ist. Das ist das mit Abstand Wichtigste, wenn man ins Unternehmertum starten möchte. Ja, im Network-Marketing oder in allen Bereichen, diese Entscheidung von vornherein zu machen. Weil wenn man die Entscheidung getroffen hat, ist egal, was danach passiert, es gehört dann dazu. Und dieser Weg ergibt sich. Man kennt ja diesen Spruch, wenn das Warum stark genug ist, findet das wie immer seinen Weg. Und es ist genauso. Wenn man die Entscheidung bewusst getroffen hat und diese Entscheidung stark genug ist, dann findet das Wie auch seinen Weg. Und dann ergibt sich danach auch alles weiter. Ja? Und die ganzen Strategien und so weiter, da kann ich nur nochmal darauf angehen, dass ich das alles bei mir auch in dieser Brand mitgebe, was Strategien und so weiter angeht. Aber wie gesagt, diese Entscheidung, das ist mit Abstand das Wichtigste, wenn man ins Unternehmertum startet. 100%. Kann ich so unterstreichen. Ich denke, du denkst es auch. Ja. Kann ich 100%ig unterstreichen, definitiv. Denn, also ich glaube, wer bis hierher geschaut hat, wer jetzt nicht motiviert ist, durchzustarten, ja, dann weiß ich nicht. Ich packe deswegen alle Links nochmal in die Videobeschreibung. Kann man sich aussuchen, ob man dann bei dir startet oder was anderes startet. Aber jetzt sollte man motiviert sein, im Unternehmertum auf jeden Fall zu starten. Hat ein paar wichtige, sehr, sehr grundlegende, essentielle Tipps bekommen, die man, wenn man es umsetzt, auf jeden Fall einen großen Vorteil hat, in der Selbstständigkeit, Unternehmertum, erfolgreich zu werden, als wenn man diese Tipps nicht hätte. So meine Meinung. Deswegen, Dan, vielen, vielen Dank für deine richtig geilen Insights, deine Gold Nuggets, deine Zeit vor allem, ja, weil das ist das Kostbarste, was wir haben, definitiv. Und vielen lieben Dank an die Einladung. Ja, gerne. Ja, vielen lieben Dank an die Einladung. Ich kann es nur noch mal jedem sagen, ja, also wie gesagt, unten findet ihr auch den Link zu den ganzen Sachen von mir. Würde mich natürlich freuen, ja, den einen oder anderen da begrüßen zu können und da zu helfen, unternehmerisch nach vorne zu kommen, im Leben nach vorne zu kommen. Checkt auch gerne meinen YouTube-Kanal ab. Ja, da findet ihr auch immer, zweimal die Woche lade ich aktuell Content da hoch. Und glaubt an euch, ja, und gebt niemals auf.
Ja, das ist das Wichtigste, was ich sagen kann. Gebt niemals auf, euren Träumen nachzujagen, um etwas Eigenes zu tun. Ich sage so, einen Job heutzutage zu haben, ist cool, aber auf jeden Fall nicht mehr schlau. Ja, und man muss etwas Eigenes machen. Und es gibt da draußen super viele Möglichkeiten, super viele Dinge, die man machen kann. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, diese Entscheidung zu treffen, etwas zu machen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann sollte heute, jetzt der Moment sein, wo du dich dazu entscheidest, ein anderes Leben zu haben. Und ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Mega, der mega Worte. Danke für die Abschlussworte. Und danke an alle, die zugeschaut haben. Hoffe, habt ihr vieles mitnehmen können. Gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr mitgenommen habt, wenn du noch bis daher geschaut hast. Ansonsten, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und einen geilen Tag dir. Mach's gut. Ciao. Wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.